Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play. Cyberpunk 2077. Ich glaube... Oh, ich wollte nicht hier runterfallen. Ich glaube, dass wir den Typ da erstmal erschießen müssen, bevor wir weitermachen können. Sonst bekommen wir den Mann da einfach nicht vorbei. Mal gucken, vielleicht kann ich mich einfach... Oh, scheiße. Von hinten irgendwie anschleichen und ihn ausnocken, ohne schießen zu müssen. Dann mache ich nicht so einen Krach. Das ist zumindest gerade der Plan. Wenn ich da hochgehe, sieht halt der links mich. Das will ich natürlich verhindern. Vielleicht kann ich da oben rechts an ihm vorbeiklettern irgendwie. Komm. Na komm! Okay, das wird schwer, glaube ich, hier vorbeizukommen. Ja, da sieht mich schon aus einem peripheren Blickwinkel. Das macht natürlich Sinn. Kann man da hochklettern? Da liegt zumindest was. Da liegt auch was. Ungewöhnliche Item-Komponente. Okay, da wir sowieso nichts zusammenbasteln, bringt uns das jetzt nicht so viel, aber wir nehmen es mal mit, wenn wir schon hier hingehen. Und ja, ich will hier mal hochklettern, mal gucken, wo wir da rauskommen. Vielleicht hilft es uns ja sogar. Mit einem Scharfschützengewehr könnten wir jetzt natürlich in Ruhe die da alle abballern, ohne dass wir Gefahr laufen, dass die uns treffen, aber egal. Oh, hier ist sogar was Blaues. 12,4 Panzerung, Plastik, Tsunari, Kabuto mit Absorptionsschicht. Oh Gott, ich glaube, das sieht auch richtig hässlich aus, wenn ich das aufsetzen würde. Aber egal. Kaffee mit Zinfmilch, trinken. Trinken. Was? Weiter hoch geht's nicht? Verdammt! Ich dachte, man kann so weit hoch, dass man hier drauf kann und dann da hochklettern, aber das sieht nicht so aus. Kann ich hier hoch? Nee. Na gut, egal. Ich werde mal noch bei dem anderen Gerüst weiter nach oben klettern und gucken, ob da noch irgendwas Cooles ist. Und dann werden wir den Typ da wohl erschießen müssen, sonst wird nichts anderes übrig bleiben. Ist auch... Was? Weiter hoch geht's gar nicht? Oh, verdammt. Ich wollte gerade sagen, ist auch geil, wie hier gar keine Leitern oder sowas sind, wie das normalerweise bei... Ne? Ach, will er jetzt nicht mehr runter oder was? Oh nein, nein, das ist jetzt bitte kein... Hä? Oh nein, oh nein. Ach, Buggy, Buggy. Ich schwimme jetzt auch. Also ihr merkt das gar nicht, aber es ist eine ganz, ganz matschige, merkwürdige Steuerung. Ich kann auch nicht mehr mich ducken oder so. Also ich bin... Wenn ich mich in irgendeine Richtung bewege, jetzt zum Beispiel, ich drücke nix. Ich drücke nix, er bewegt sich von selbst. Scheiße. Was? Eine Vision ohne Taten ist nur ein Traum. Taten ohne Vision sind ein Albtraum. Das sollte man immer im Kopf behalten. Kann ich darauf antworten? Nee. Ja, ich glaube, wir müssen neu laden. Weil, ihr seht's ja, ich bin gerade irgendwie verbuggt und ich habe das Gefühl, ich komme nicht mehr raus. Oh. Okay. Ich könnte jetzt natürlich auch einfach die Aufnahme neu starten, weil wir jetzt im Endeffekt gar nichts gemacht haben. Aber sowas wollt ihr doch sehen. Ich kenne euch doch. Ich weiß das doch. Ich weiß doch, was ihr sehen wollt. Bugs, irgendwelche peinlichen Tode oder sowas. Also peinliche Sachen generell. Da habt ihr Bock drauf, von daher.
Was soll's, aber... Oh, das haben wir noch gar nicht eingesammelt. Vorsichtig, dass wir nicht zu tief fallen. Gut, da geht's eh nicht weiter hoch, da war auch nichts mehr. Suchen wir jetzt nicht weiter aus. Ab, meine ich. Und es wird wohl nichts anderes übrig bleiben. Es ist mir jetzt auch zu blöd, hier noch stundenlang zu probieren, da irgendwie anders an dem vorbeizukommen. Na gut, noch ein Anlauf. Wir müssen eigentlich bloß irgendwie auf das Gebäude hier kommen, glaube ich. Ich habe das blöde Gefühl, dass wir aber so nicht drauf kommen. Vielleicht kann ich von dem darüber springen. Schön daneben geschossen, dauerte auch nur 2-3 Schuss, dann war ich tot. Ja. Okay, genug rumgealbert, genug versucht, das auf freundschaftliche Art und Weise zu machen, ohne jemanden umzubringen. Geht halt nicht mehr anders. Die wissen, worauf sie sich einlassen, wenn sie da Mitglied sind in dem Clan. Oder in der Gang. Von daher, scheiß drauf, wir ballern den jetzt ab. Irgendwann reicht's auch mal. Was? Mit einem Schuss war der tot? Krass, aber jetzt kommen halt alle angerannt, ne? Genau. Ich seh nix. Ach, 617 Schaden machen wir mit einem Kopfschuss. Ja, dann ist es klar, warum der direkt tot ist. Wie geil ist das denn? Und da kommen noch zwei. Hey. Ach hier. 800. Come on, guck raus. Mist, jetzt kommt er von vorn. Das ist so heftig, wie einfach ein Schuss ausreicht. Aber wir halten halt auch nicht viel aus. Wie gesagt, höchster Schwierigkeitsgrad, aber trotzdem. Kann auch an unserer Panzerung oder sowas liegen. Nicht genug Energie, irgend sowas. Treffe ich ihn nicht? Vielleicht ist er zu weit weg. Das sind halt echt viele, ne? Also das ist nervig. Hä? Auf wen schießen denn die? Hier ballern auf jeden Fall noch andere gegeneinander auf sich. Ja, ich treffe ihn einfach nicht. Verdammt, ist zu weit weg. Geh mal hier hoch. Okay. Da unten scheint keiner mehr zu sein. Im Ernst? So ein Scheißdreck! Ja, ich weiß nicht, wer jetzt hier zu wem gehört, also wen ich jetzt umbringen soll. Es wäre ja blöd, jemanden zu töten, der mir gerade hilft. Ich würde sagen, wir speichern erstmal. Okay. Ich nehme die mal mit. Wir brauchen ja Kohle. Sachen verkaufen. Rubbellos. Aha. ...20,4 Panzerung. So, dann tragen wir... Ich glaube, da oben sind noch welche, aber ich trage erstmal den Kollege hier weiter. Oh, was liegt hier? Ach ja, hier sind hier auch welche gestorben. Oder einer zumindest. Nee, nicht das blöde Halsband, die Schuhe.
Es wäre halt cool, wenn die mal noch ein paar Medikits oder ich weiß gar nicht mehr, wie man das hier nennt, halt diese komischen Heilungsdinger hätten. Wir haben nur noch 8 Stück und wir nehmen halt echt viel Schaden. Oh, was ist denn mit dem Takemura los? Ach so, die Nachricht hat mich schon mal bekommen, ja. So, dann komm mal mit, ich trag dich ins Bett. Komm raus, ja, da ist noch mindestens einer. Ich frage mich gerade, warum gehe ich eigentlich hier lang? Ich hätte auch davon lang gehen können. Ich hoffe mal, die sehen mich jetzt nicht. Ich kann auch nicht so weit nach oben gucken. Aber an den Typen kommen wir erstmal nicht vorbei, wie es aussieht. Hat es gerade geschossen oder war es so eine Überspannung an dem Stromkasten? Ich glaube, es war nur eine Überspannung am Stromkasten. Okay. Sieht ganz gut aus, wobei da sehe ich wieder jemanden blinken auf der Karte oben rechts. Nicht so geil. Moment, können wir das umgehen? Oh, was haben wir hier? Hot Dog! Essen wir mal. Na? Ah, Max Dog, genau. Das nehmen wir. Wir haben schon gegessen, ich habe keinen Hunger mehr. Pass mal auf. Na, vielleicht können wir hier lang gehen und das umgehen, dass die uns nicht sehen. Mal schauen. Wie sie alle Angst haben, nur weil ich jemanden trage. Hallo, der hat sich verletzt. Da ist einer. Oh, da ist auch einer mit einem Hammer. Scheiße. Aber wir können uns sogar ducken, wenn wir jemanden tragen. Wie geil ist das denn? Hm, wir können nicht unser Auto nehmen, um ihn wegzufahren. Wir müssen in dieses blaue Ding da rein. Mal gucken, vielleicht bekommen wir das hin. Ohne nochmal rumballern zu müssen. Sieht uns wirklich nicht, obwohl hier eine Scheibe ist. Sehr geil. Natürlich muss ich ihn in den Kofferraum legen. Schnell rein! Sehr gut. Du musst nicht alle umbringen. Ein bisschen gespart haben wir. Liefere den Mann bei den vorgegebenen Koordinaten ab. Ja, das dachte ich mir schon. Ist auch nicht so weit weg, wie man sieht. Ah! Hässlicher Frame Drop. Wir nehmen ja hier, komm, Gegenverkehr rein. Wie sagt man? Geisterfahrer, genau. Geisterfahrer. Ja, geh weiter, danke. Steig aus dem Wagen. Auftragsart Sabotage. Ziel Malware hochladen. Bad hat sich bei mir gemeldet. Mal kurze Nicknames und simple Aufträge. Also erspare ich dir das übliche Fixergelaber und komme gleich zum Punkt. Bads Malware hängt an dieser Nachricht. Du musst sie herunterladen. Vorsicht, gefährlich. Gefährlich. Und sie dann ins Subnet oder Subnet vom Mega-Gebäude H11 hochladen. Kinderspiel, oder? Tja, leider nicht, denn dort wimmelt es von Tigers. Bads Plan besteht darin, irgendein Arasaka-Subnet anzugreifen und das H11 als Ablenkung zu benutzen. Clever, oder? Anstatt zu Bads echtem Aufenthaltsort werden alle Spuren zu diesem Megablock führen. Übrigens, unser Netrunner hat den Aufzug schon gehackt. Du solltest also problemlos zum Server kommen. Ja, danke, mache ich eh nicht. Glaube ich zumindest nicht. Job ist erledigt. Das sehe ich. Gute Arbeit. Ist okay mit dir da drin, Haruyoshi? Den ist mir Hoffnung gegeben. Ist es der, den wir hierher getragen haben? Also, wer ist der Typ? Er wird dir alles erzählen. Haruyoshi? In Japan, Institut Nummer 1 gewesen. Und ganz ruhige Hand. Eines Tages, Tiger Claws Boss braucht OP. Aber vieles passiert. Boss tot. Tiger Claws sehr böse. Ich verstecke in Fischerboot und komme zu Amerika. Dann ist mein Leben gerettet. Mein Geheimnis ist groß. Ich töte Tiger Claws Boss mit Absicht. Ich guter Chirurg, der Beste. Aha.
Eine Warnung wegen der Tigers wäre hilfreich gewesen. Ich wusste, dass du das hinbekommst. Und wie ich sehe, hatte ich recht. Aber was mich ja beruhigt, ist, dass es eine positive Mission war. Also wir haben hier nicht jemanden entführt, sondern jemanden gerettet. Das hätte er mir halt auch direkt sagen können. Da wäre ich mit einem besseren Gefühl rangegangen. Das ist alles sehr nett. Aber ich wurde noch nicht bezahlt. Ich weiß. Hier. Ich hoffe, die Klinge wird dir gut dienen. Naja, knapp 1000 Dollar und eine krasse Klinge. Skalpell. Erhöht den Schockschaden, wenn Sand Evistan aktiv ist. Erhöht sich die kritische Trefferchance um 50% und Treffer lösen Bluten aus. Aha. Nur 25 Wert. Nehmen wir natürlich. Können wir mal gucken, ob das besser ist als dieses Katana. Nee, unser Katana schwarzes Einhorn ist immer noch stärker als das Katana Skalpell. Na toll. Hat sich ja nicht wirklich gelohnt. Gut, wir haben zwar ganz viele Handfeuerwaffen eingesammelt, aber die sind alle deutlich schlechter als unser Revolver, der extrem viel Kopfschaden macht, wenn man in den Kopf schießt. Wie heißt du nochmal? Hirnchirurg. Der Beste auf der Welt. Gute Instinkte. Vielleicht kann der uns ja auch helfen, den Chip irgendwie zu neutralisieren in unserem Kopf. Wo genau kommst du her? Hirnchirurg. Der Beste auf der Welt. Gute Instinkte. Deswegen verrät er wohl nichts. Schöne Antwort. Und hier steht natürlich jemand und verkauft Essen, wo man ihn kaum sieht. Und wir dürfen natürlich wahrscheinlich wieder nichts kaufen, oder? Voll wichtig. Wichtig, dass du dich benimmst. Klingt komplett besoffen und ich darf nichts kaufen von dem Essen. Das darf er... Ah, selbstgebrannter. Jetzt weiß ich auch, warum er so besoffen trinkt. Klingt, weil er ganz viel trinkt. Oh, das reimt sich. Jetzt weiß ich, warum er so besoffen klingt, weil er ganz viel trinkt. Ach, und ich kann nicht wieder mit dem Auto weiterfahren. Gut, ist auch nicht meine, aber... Jetzt müssen wir erstmal schauen, welche Mission wir als nächstes machen wollen. Was ist das? Begib dich zum angegebenen Ort. Eigentlich dachtest du, dass deine alte Karre ein totales Wrack ist und jetzt taucht sie wieder auf wie ein Phönix aus Asche. Aber was ist da passiert und warum ausgerechnet jetzt? Eigentlich hast du mit dem Nomadenkapitel deines Lebens schon abgeschlossen. Aber es wäre leichtsinnig, sich nicht anzusehen, was es damit auf sich hat, oder? Man weiß nie, wann die Vergangenheit einen einholt oder sich an einen rächt. Na, dann nehmen wir das doch mal. Okay, wow, ist das weit weg. 4,6 Kilometer, wo ist denn hier der nächste Schnellreisepunkt? Hier in die Richtung irgendwo. Wobei, wenn wir natürlich da hinfahren, haben wir wieder die Möglichkeit, diese Tarot-Dinger zu sehen. Wie? Ein Delamain-Fahrzeug ist nahe ihrer Position verschwunden. Ist mir egal. Ja, ich fahre jetzt doch dahin. Aus unbekannten Gründen war die Übertragung der Koordinaten fehlerhaft. Deshalb kann ich nicht den exakten Ort bestimmen. Ist zwar echt verdammt weit, aber ich will halt auf der Karte einfach darauf achten, ob ich noch irgendwo ein... Tarot-Symbol sehe, damit wir die einsammeln können. Dann brauchen wir die nicht irgendwie per Hand oder sowas suchen, wenn die eh dann... Teil der Strecke sind. Ich meine, ich könnte natürlich auch auf die Map gucken, ob das in der Nähe liegt. Hallo? Hallo? Das hat aber lange gedauert. So, wir fahren jetzt da lang. Okay. Das hier ist ein Tarot-Symbol. Das heißt, wenn ich jetzt sehe, es gibt gar kein Tarot-Symbol bei der Strecke, dann brauche ich sie auch nicht fahren. Aber ey, guckt euch mal die Strecke an. Wie geil ist die denn? Einfach nur geradeaus, wenig Kurven. Ich glaube, ich fahre sie trotzdem. Und wir haben ein Tarot-Symbol. Wir könnten das hier nehmen. Und wir könnten das hier mitnehmen. Ja, also lohnt sich schon. Und wie gesagt, die Strecke sah auch einfach super geil aus. Wenig Kurven, viel geradeaus fahren. Gerade mit dem Motorrad, finde ich, macht es dann auch Spaß. Außer natürlich diese kleinen Frame-Drops. Aber da sie halt relativ klein sind, die Frame-Drops, kann ich damit leben. Sei denn, sie kommen in der Häufigkeit. Hier lang. Ich weiß gar nicht, sehe ich jetzt dieses eine Tarot auf meiner Karte? Das erste Tarot war, glaube ich, relativ weit weg. Also wird es da wahrscheinlich schwierig, das war mal nach einer Abbiegung, wird es da wahrscheinlich relativ schwierig, das in diesem kleinen Ausschnitt oben rechts zu sehen. Aber wir schauen mal.
Ungefähr weiß ich, wann es kommt, aber ich sehe gerade auch, dass die Zeit schon vorbei ist. Das heißt, wir werden beim nächsten Mal uns die beiden Tarotkarten anschauen und wir werden beim nächsten Mal herausfinden, was es damit auf sich hat, dass unser altes Auto anscheinend repariert wurde. Und ja, ich verstehe zwar nicht so richtig, warum wie darüber so überrascht ist, aber okay. Na gut, genug gequatscht. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, kein Video verpassen. Bis hoffentlich morgen. Tschüss, tschüss.